Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dustin Illusion Tale. Mein Name ist Blackwitch. Und ja, wie gehabt schon in-game, wir wollen jetzt hier durch diesen Barrierenturm durch, oder was das auch immer ist, mit den Kristallen. Was natürlich auf eine Weise nicht funktioniert, deswegen gehen wir jetzt hier oben weiter und schauen mal, wo es hier weitergeht. Flattern? Was für ein Flattern? Ich weiß nicht, was sie meint. That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Wait, you're right. Look out, we've got company. Oh, neue Mobs. Diesmal Flugmonster, wie es aussieht. Aber das stört uns nicht wirklich. Die Metzeln werden einfach wieder weg. Wie gehabt, gehen wir natürlich mit unseren schönen Kombos voran. Und werden hier noch weiteres sehen zu Dust mit unserem Freund Dust. Ich bin noch gespannt, wo die Reise hingeht. Schauen wir mal. Ich hoffe, das ist auch ganz gut so mit dem Commentary im Hintergrund, weil dann kann ich einfach mal viel besser reden. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass ich das Let's Play aufgenommen habe ohne irgendwelche Stimmen und jetzt im Nachhinein halt das berede, das einfach viel besser ist. Und sonst im Let's Play habe ich halt einfach nur irgendwelche AFK-Momente und so kann ich eigentlich die größte Zeit reden. Wir speichern jetzt hier mal ganz kurz. Das Video geht heute auch über 25 Minuten, aber das sollte nicht so das Problem sein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber das ist nicht so schlimm. gehen hier wieder hoch und gehen dann hier weiter. Springmobs und noch mehr Flugmonster. Ah, Kette unterbrochen. Das ist mein erstes Mal, glaube ich, gewesen, wenn ich mich richtig daran erinnert habe. Ist ein bisschen länger her, dass ich das sozusagen bequatscht habe. Aber ich werde das Let's Play auf jeden Fall weitermachen, weil mir das Spiel auf jeden Fall sehr gefällt. Ich bin auch schon gespannt auf weitere Rätsel und Bossfights natürlich, die hoffentlich auch kommen werden. Und ansonsten ist ja eigentlich nicht viel zu sagen, denn das meiste kennt ihr ja schon hier, diesen Sandsturm von, wie heißt der, Fidget. Und wir können ja auch sozusagen durch die Luft damit wirbeln, um andere Orte zu erreichen. Und das ist natürlich einfach mal richtig gut. Ja, hier verfolgt uns so ein kleiner Lichtpunkt, der irgendwie nicht so ganz immer, okay, jetzt erinnern, in der Reichweite ist. Aua, der macht Schaden. Der macht richtig Aua. Aber den will ich unbedingt legen. So viel Schaden machen wir jetzt auch gar nicht, habe ich so das Gefühl. Leider Gottes. Aber gut. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Auch wenn der Mob irgendwie sehr, sehr hartnäckig ist. Jetzt haben wir mal geblockt. Und dadurch ist der Mob irgendwie sofort umgefallen. Was mich ziemlich verwundert, aber gut. Da unten kommen wir jetzt nicht durch, auch nicht mit Ducken. Das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht versucht. Springen hier hoch und gleich wieder Monster natürlich im Anmarsch. Was hätte es auch sonst anders sein sollen? Wir brauchen auch mal langsam was Neues zu essen, habe ich so das Gefühl. weil wir nur noch zwei Stücken von diesem Kuchen dort oben in der linken Seite haben. Und das ist natürlich schon ein bisschen, naja, nicht nervig, aber auf jeden Fall wäre das mal nicht schlecht, dass wir mal wieder ein bisschen live dazu bekommen. Hier links geht es, glaube ich, jetzt nicht weiter, sofern ich das gesehen habe. Nein, da kommen wir nicht hoch. Wäre auch zu schön gewesen. Manchmal gibt es ja so versteckte Orte, an die man sonst irgendwie nicht so ganz kommt. Pam. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Schöne Hack and Slay mit sehr vielen Kombinationen, würde ich sagen. Aber das seht ihr ja alles selber. Wir gehen jetzt hier einfach weiter nach Osten und treffen hier mal wieder auf so einen Blub. Oder was das auch immer sein soll. Die machen eigentlich relativ viel Schaden, aber wenn man die Sache raus hat, wie die zu legen, sind sozusagen einfach immer in der Luft so ein bisschen kämpfen und mit Stampfern sozusagen arbeiten, also mit diesen Dingern, dann geht das eigentlich.
Und so schlimm ist das eigentlich auch nicht, wenn die einmal treffen. Bloß davon gibt es wohl auch noch schlimmere Gegner, habe ich mal so gesehen. Oh, wer sind die denn? Kleine lustige Viecher. Die explodieren. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, wir können ja jetzt speichern. Ist ja nicht so schlimm. Blomben. Okay. Okay. Also man kann die auch extern auslösen, habe ich so jetzt verstanden. Wir speichern hier nicht, wie es aussieht. Leider Gottes können wir hier wohl nicht speichern. Egal. Dann gehen wir halt weiter. Irgendwann jetzt. Gehen jetzt hier so hoch. Okay, so sind die also auslösbar. Sehr gut zu wissen. Können wir jetzt speichern? Nein. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir einfach weiter. Da unten ist noch Gold. Oder Geld, besser gesagt. Hier unten kommt man jetzt nicht wirklich weiter. Ah, hier ist ein Händler. Ah, hello again, my friend. I suspected you. Ja, den kennen wir ja schon. Hier können wir nämlich auch ein bisschen was kaufen und verkaufen. Gibt's wieder was Neues. Wir haben jetzt 1609 Gold. Können natürlich auch ein bisschen was verkaufen. Haben jetzt natürlich nicht so viel da zum Verkaufen. Weiß jetzt natürlich auch nicht, was genau besser ist von den beiden Sachen, aber wir kaufen einfach mal das Schlechtere. Den Rest behalten wir, weil das unsere Sachen sind. Wir haben jetzt noch einen Pilz, der irgendwie nicht viel bringt, nur 20 Gesundheit. Dann kaufen wir uns einfach mal, oder gucken uns erstmal um, was es hier so Schickes gibt. Für Waffen, achso, Verbesserungssteine, genau. Und Rüstung gibt es natürlich auch. Teleportsteine. Your transaction is most appreciated. Eigentlich wollte ich zwar noch was zu essen kaufen, aber okay. Rüsten das Ganze aus. Haben wir jetzt hier noch 7 Hühnchen, die wir auch ausrüsten. Bringen die ganzen Viecher wieder zur Explosion. Und gehen dann gleich weiter, wenn wir das alles eingesammelt haben. Haben wir jetzt ja schon. Und gehen jetzt hier oben lang. Und gehen weiter. Ups. Das war böse. Kann man das irgendwie löschen? Nein. Das löscht sich von selber wieder runtergefallen. Nochmal von vorne. Dafür ist es ja da. Springen nochmal. Nochmal. Und gehen jetzt hier weiter. Und immer weiter. Der stört uns jetzt nicht wirklich. Aua. Aber das macht natürlich auch ganz gut Schaden an den gegnerischen Mobs. Deswegen nehmen wir das auch immer gerne mit. Pum, 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 pum. Kostenlos. Experience und Gold nehmen wir natürlich alles gerne mit. Sehr schön. Haben wir das gelöst? Gehen wir hier weiter. Oh, jetzt geht's hier lang weiter. Warten wieder, bis alle explodiert sind. Ich glaube, hier unten geht's. Ach doch, da ist ein Schlüssel. Für eine Truhe. Hier kann man auch mal schauen, wie es aussieht. Noch ein Hühnchen mehr, das ist nicht schlecht. Gucken wir mal hier oben lang, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Nee. Gehen wir hier weiter. Hier sind wieder Mobs. Die wir natürlich zur Explosion bringen. Und gehen tapfer weiter. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß. Hier oben scheint es auch noch weiter zu gehen. Da oben ist nämlich eine Plattform. Aber da kommen wir wohl irgendwie andersrum hin. Hier rum so scheint es. Gehen wir hier hoch? Nein. Nochmal. Egal.
wieder explodieren. Das ist natürlich jetzt sehr schlau. Egal. Gehen einfach weiter. Zack. Hier hoch, da hoch. Bringen die wieder zur Explosion. Sammeln wieder alles ein. Also eigentlich sehr simples Spiel. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Wie ich finde. Und auf jeden Fall sehr viele schöne Sachen implementiert, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Geht auf jeden Fall sehr gut zur Sache, hier unten kommen wir nochmal weiter, aber ich gehe erstmal hier hoch. Ja, hier oben ist ein Speicherpunkt, das ist sehr gut. Speichern nochmal selber, damit ich auch weiß, dass alles ganz gut funktioniert hat. Das klappt natürlich mal wieder nicht. Trotzdem hat es funktioniert. Hier geht es auch noch weiter. Super. Und ich weiß nicht, ob man jetzt schon... Ja, kann man schon zur Explosion bringen. Sehr gut. Sammeln dann gleich alles ein. Na, nimm das mit. Hm, ja, das war wieder klar. Hallo, ich will da hoch. Ich möchte da hoch. Ja, und nochmal springen, daher rechts sind auch noch Schlüssel gewesen, aber ich glaube, da kommen wir noch nicht so ganz hin. Hier unten ist wieder so ein komisches Dingensbummensen. Ich glaube nicht, dass wir da oben hinkommen. Nee, nicht wirklich. Das heißt, wir müssen eigentlich hier rechts weiter, aber ich gehe hier nochmal runter. Weil hier habe ich jetzt die Schlüssel entdeckt nochmal. Aber irgendwie geht es ja nicht so ganz weiter. Also, schauen wir mal, wie wir dieses Rätsel lösen können. Gehen wir einfach mal hier nochmal nach rechts. Ich glaube, hier konnte man auch nochmal nach oben, aber ich guck nochmal. Okay, das Ding muss man irgendwie aktivieren. Da kommt man natürlich nicht wieder durch. Jetzt hier noch mal ein bisschen was. Nicht wundern, dass ich hier ein bisschen querbeet laufe und vieles doppelt und dreifach mache. Aber das ist teilweise von mir so gewollt. Die Mobs sind auch wieder da, aber hier unten ging es nicht weiter. Genau. Gucken wir noch mal hier lang. Vielleicht gibt es hier noch mal irgendwas. Aber hier ist auch so ein komischer Stein. Das ist natürlich... Ach, sehr blöd. Womit uns das nicht wirklich weiterhilft. Wir gehen jetzt hier weiter. Verbrennen uns natürlich mal wieder. Sehr schön, das. Das ist natürlich wieder sehr schön. Hier unten haben wir noch was. Ups, ja. Hier unten geht es nochmal weiter. Aber ich glaube, da hinten sind wir hergekommen. Ja, da sind wir hergekommen. Egal, das stört uns nicht. Dadurch kriegen wir nur Experience. Und einen Bonus, natürlich. Dann gehen wir halt eben nochmal hier hoch. Und schauen uns hier ein bisschen um. Ist ja alles nicht so schlimm. Die Mobs sind auch wieder da. Wir nehmen das ganze Gold wieder mit. Ich denke mal, die ganzen Mobs sind auch wieder da. Nein? Okay. Dann gehen wir jetzt hier nochmal hoch. Da sind wir hier hergekommen. Es sieht so aus, als wenn wir da wirklich hoch müssen. Das machen wir dann auch gleich hoffentlich. Wie gesagt, ich weiß größtenteils nicht, was ich wann gemacht habe. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Weiter. Na. Warten hier ein bisschen. Okay. Alles explodiert. Sammeln alles ein. Da geht's nicht weiter. Hier. Okay, gehen wir mal hier hoch. Okay, da müssen wir ein bisschen weiter springen, aber da geht's auf jeden Fall weiter. Ja. Hier ist auch irgendwie.
nochmal so ein Hängedingens, was uns jetzt aber nicht wirklich weiterhilft. Ja, die Mobs sind natürlich mal wieder sehr schlau. Jetzt geht's. So. Jetzt können wir speichern. Jupp. Spiel fortsetzen. Ja, wir sind noch nicht ganz am Schluss. Da hatte ich bloß mal kurz geguckt, wie lange wir schon zocken. Und deswegen habe ich da auch gleich gespeichert. Und aua. Und gleich alles angezeigt. Und wir sehen jetzt hier wieder unseren schönen Lichtpunkt, der uns führt so ein bisschen ab und zu hoffentlich in gute Richtungen. Gehen hier hoch. Immer weiter. Gucken wir hier lang. Hier links ist natürlich auch noch was. Gucken wir erstmal da lang. Sehr schön, wie hier alles explodiert. Okay. Huh. Whoa, hello there. Ja, was ist er denn? Easy there, Chief. Everyone, calm down, please. So, you were the ones making all that noise up there. Not intentionally. By the way, do you know you have blocks auf dem Dachboden? Oh, those? They don't bother us, and they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Sorry about that, I guess. So, what brings you to this far outside Aurora? I'm assuming that's where you're from. I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet ya. I'm Haley, and this is my brother, Maddie. Don't mind him. I see you've got a blueprint there. Mind if I take a look? Well, this doesn't look too hard. Tell you what, if you can find me the materials for it, I'll craft this item for you. Ah, hier steht sogar, was man da braucht, aber egal. Nehmen wir das einfach mal mit. Haben wir ja alles. Plus mal 1,2. Nehmen wir das auch noch mit. 15 Verteidigung und 2 Glück haben wir leider nicht. Das haben wir leider auch nicht. Schade. Den kann man einfach nur kaufen. Das sind unsere Materialien, das ist klar. Thanks, Haley. And just because I like you, I'll give you a blue resonance gem. Don't know if you caught it on your way up, but there's a big blue door at the foot of Archer's Pass that this'll open. Just inside the door is a teleporter that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier. So you can come and visit anytime you like. I'll be honest, even with a shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Well, my dad did have these little receiver things he'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadie's forest. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you wanted. Dad normally gives his customers a blue resonance gem, so check for blue resonance gates in Abadie's forest. Need anything else? So, let's talk. Quatschen wir mal ein bisschen mit ihr. So, is blacksmithing the official family trade then? In a way, I guess. My father said I could be whatever I wanted, but when you grow up alongside a world-famous blacksmith, your options are fairly limited. Not that I mind, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's amulets or armor. So, business is good?
It's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. I notice it's only you and Maddie up here in the pass. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Maddie too, of course. I meant to ask before. Does Maddie have a problem with me? What? Well, it's just... he seems to grumble a lot around me. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Maddie, do you have anything to say? Well, I hope that answered your question. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. Your forge is pretty far off the beaten path, Haley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on her father's side. It was built during the Battle of Archer's Pass, many hundreds of years ago. The archers were holding off their enemies from way up here, but they needed a forge to replenish their arrows. So they built one right where they stood. It helped them take Archer's Pass, and from here, they were able to liberate the whole valley. Sounds like this forge has a lot of history behind it then. Even so... Location, location, location... Yeah, I hear what you're saying. I wish it was more accessible. We'd get more business, I'm sure of it. But it's not like we can just pick it up and move it. I'll bet if you had an army of trained rats, you can loot this place no problem. Fidgets, I don't think that'd help. You know, smart mutant rats. Fidget! Don't worry about her, Dust. Altitude sickness drives the creatures crazy. Fidget was pretty crazy before. Maybe we should be on our way. Need anything else? So, dann hätten wir das ja eigentlich alles erledigt. Wir können ja nichts weiter herstellen. Wir haben jetzt auch noch gute 2 Minuten. Das heißt, wir beenden gleich das Let's Play wieder. Schaue mich jetzt hier noch so ein bisschen um. Kann hier noch ein bisschen was verkaufen. Aber das sollte ja nicht so das Problem sein. Ach, man kann ja auch Sachen kaufen. Das ist natürlich jetzt nicht so schlecht. Das kann man natürlich jetzt nicht kaufen. Die Steine gibt's nicht. Egal. Need anything else? Thanks, Dust. Don't be long coming back. Kriegen dafür natürlich noch Experience. Hi there, Maddie. Nice to meet you. Der ist so cool, der Typ. Alright then. Levelaufstieg. Yeah. Und das nur, weil wir mit Maddie geredet haben. Gut, dann skillen wir es noch schnell. Aber skillen ist ja das falsche Wort eigentlich. Für Fidget. Machen wir das Ganze. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Da ist noch ein Schlüssel, habe ich gesehen, aber da kommen wir nicht so ganz hin. Ja, komm. How you doing, Maddie? Ein bisschen Lustigkeit. Great, that's just fantastic. Ah, my favorite customer. What can I do for you? Nö, hier gibt's nichts zu erfahren. Thanks, Dust. Don't be long. Gut, wir haben jetzt noch eine gute Minute Zeit. Das heißt, ich würde mich an dieser Stelle schon wieder fast verabschieden und wünsche euch somit alles Gute. That went incredibly well. Do you know why? Und sage bis demnächst. I don't know, Fidget. Bis dahin why? Tue ich das, was ich nicht auch tun würde. Oh, mein Name ist Blackwitch. Dance. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Fidget, what are you talking about? You didn't see the signals? She was giving you the signals. That's great, Fidget. Really, I'll keep that in mind.